Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen zum Stadtgespräch. Heute haben wir zwei Musiker hier bei uns im Studio. Der eine ist schon seit Jahrzehnten dabei, hat hier in München seine bekannte Band gegründet und dann danach, ein paar Jahrzehnte später, ist die Tochter mit eingestiegen in diese Band. Und es dreht sich hierbei um die Band Embryo. Also diejenigen, die so um die 60 sind, die werden diese Band als kultige Band noch in Erinnerung haben. Und ich begrüße ganz herzlich Christian Burchardt. Hallo. Und seine Tochter Maya. Herzlich willkommen. Damit wir mal so einen kleinen Eindruck kriegen, was das für eine Band gewesen ist und was die auch von ihren Zuschauern gefordert haben, damit man sich diese Musik sozusagen, dieser Musik stellt und sich in die Musik hineingräbt, da wollen wir gleich mal den ersten Clip spielen und uns anschauen, wie die Musik sich so anhört. Da gab es eine Jazzband und da bin ich dann hin mit meiner von Liebesaune und habe den vorgespielt und die haben gesagt, ja, bist ganz talentiert, aber Posaune ist altmodisch. Hier sind wir da vorne. Ne? Und ich dachte, Hauptsache Jazz. Da war ich 15, zwischen 15 und 16. Und das war ja 1960. Ich war in Hof und in Hof habe ich ja mit Dieter Servas Musik gemacht. Wir hatten dann ein Avantgarde-Trio. Ich habe die erste Möglichkeit genutzt, aus Hof wegzugehen, ne, nach dem Abitur. Das war wie Gefängnis, ne? Ich bin nach Nürnberg gegangen. In Nürnberg habe ich dann getroffen den Amandus-Schlagzeuger, den Peter Leopold. Und der Dieter hat in München den Fiskaler getroffen, auch spätere Amandus-Gründungsmitglied. Das war ja 66, 67. Wir kommen natürlich aus der Jazz-Szene der 50er. Bebop. Zu treffen. Und Mal Walden war unser Lehrmeister, kann man sagen. Also der hat uns in die Jazz-Milchstraße eingeführt. Ne? Lotto gewinnen. Ich war plötzlich in der ersten Riege der Jazz-Szene drin, ne? Weil Mal Waldron war ja irgendwie Superstar. Ne? Der hat ja mit allen gespielt, mit Billy Holiday, Coltrane, Mingus, alles. Ich bin dann eingestiegen und habe dann 2 Jahre fest mit Mal Waldron gearbeitet. Dadurch habe ich praktisch so eine gewisse Szene kennengelernt, die Jazz-Szene. Ja, das Filmmaterial haben wir von dem Michael Wehmeyer zur Verfügung gestellt gekriegt. Der hat eine Dokumentation über Embryo gemacht. Und dein Vater, also Herr Burchardt, Sie hatten jetzt einen Schlaganfall im März letzten Jahres. Nach 40 Konzerten. Nach 40 Konzerten ist Ihnen das im Backstage-Bereich auf der Bühne also quasi passiert. Ja. Und Sie waren dabei, wenn Sie die Situation mal kurz schildern. Ja, wir waren auf dem Weg nach Marokko und wir haben wieder
wie eigentlich jedes Jahr sind wir mit dem Bus nach Marokko gefahren und haben erstmal in Italien gespielt und dann in Frankreich und Spanien. Und wir hatten ja bis zu 20, 30 Konzerte davor und wir waren bei einer Flamenco-Sängerin zu Besuch. Genau, in Castellar de la Frontera, das liegt auf dem Hügel in der Nähe von Algeciras. Vor Gibraltar. Und man sieht, wenn die Sicht gut ist, sieht man auf Marokko und auf Gibraltar. Ne? Und das ist ein ganz uriger Place, also ein ganz schöner, alter Ort, wo wir schon immer hingekommen sind, wo Flamenco-Festivals auch stattfinden. Und das war nachts früh um 5 ist es passiert, ne? Einfach umgekippt. Direkt ohne vor der Burg einfach umgekippt, ja. Und was passiert? Und sie hat sie dann... Das war der Geist, der Burggeist. Sie hat die Ambulanz geholt. Na, ich bin mit dir dahin gefahren. Und er ist schon eingeschlafen. Also, jetzt können sie keine Musik mehr machen, oder? Doch. Ich habe schon 2 Konzerte gegeben. Ja, er war auf dem Release-Konzert, unserer neuen Platte war er dort, ja. Hat auch mitgespielt. Da waren die Musiker aus Syrien da. Bis 5 Uhr früh haben sie da wieder Musik gespielt. Xylophon, das ist ja so ihr hauptsächlich Keyboard. Keyboard. Also hat er dann Keyboard gespielt. Also lassen Sie uns mal überlegen, also Embryo, das ist ja sozusagen aus der Urzeit der deutschen Rockmusik so ein bisschen auch entstanden. Ursuppe. Viele haben ja irgendwie gesagt, also Embryo, die Band, die Sie mitgegründet haben, das ist so eine Art Hippie-Musik. Wie begegnen Sie dieser Einschätzung? Ja, ein Jazzrock. Jazzrock. Jazzrock? Ja. Weil Sie eigentlich aus der Jazzszene erstmal gekommen sind? Genau, und dann Rock. Und dann haben Sie Rock dazu reingebracht. Wir haben den erfunden. Den haben Sie erfunden? Haben Sie gemerkt, dass das für viele Zuhörer erstmal sehr schwierig war, da so einen Zugang zu finden? Weiß ich nicht. Egal, oder? Habe ich mir keine Gedanken gemacht. Haben Sie mit Ihrem Vater mal drüber geredet, dass es für manche Leute eventuell schwierig ist, den Zugang zu der Musik von Embryo zu finden? Nee, das hat sich ja über die Jahre entwickelt. Also Embryo gibt es ja schon so lange und die haben... Papa hat ja mit Jazz angefangen, das hier einer der ersten Aufnahmen, die er mit Mal Waldron gemacht hat. Vor das Eva. Ist, meiner 67. Genau, das müssen wir mal sagen. Also 67, da haben sie noch Jazz gemacht und 69 haben sie die Band Embryo quasi erfunden. Und das entwickelt sich ja alles, es geht ja alles ganz langsam. Und die Hörer, die gewöhnen sich ja dadurch auch dran, ne, mit der Zeit. Mhm. Und klar, in der Zeit, wo ihr Krautrock gemacht habt, Jazzrock, da wollten die Leute dann auch oft nur die Lieder hören, aber die haben immer gemacht, was sie machen wollten. Also die haben schon immer... Das war der Sound war anders. Ja, ja, klar. Das ist ein völlig neuer Sound. Elektrische Gitarre. Und dann auch, wenn ihr mit Marimbas gespielt habt oder Hackbrett, das war halt ein neuer Sound und die Leute haben sich dann daran quasi gewöhnt, also die Zuschauer. Ne? Also man formt... Und 71 waren wir in Nordafrika auf Tournee. Aha. Und da haben Sie dann mit den lokalen Musikern gemeinsam Musik gemacht? Und dann ging die Weltmusik los. Man sagt, dass Sie mit der Erfinder der Weltmusik gewesen sind. Aber was ich auch noch sehr spannend finde, ist, dass Sie sozusagen bei Embryo mit eingestiegen sind. Und da gibt es in der Dokumentation von dem... Michael Wehmeyer, eine sehr schöne Stelle, wo man Sie als junges Kind sieht und dann aber auch integriert in die Band. Und das wollen wir uns gerade mal angucken. Die Weyer ist nämlich die Wichtigste bei Embryo, ne? Nämlich die Jüngsten sind die Wichtigsten. Ich meine, die Ältesten und die Jüngsten sind die Wichtigsten. Ich bin da mittendrin, ne? Meyer, wie hat dir das jetzt gefallen? So viel Musiker auf der Bühne. Hast du was schon mal gesehen? Ja, schon ganz oft. Und wie gefällt dir das, wenn so ein Chaos auf der Bühne ist, das auch noch schön ist? Super? Ja. Möchtest du irgendwann auch mal so eine Musik machen? Ja, vielleicht. Papa, hat dir die Band gefallen? Die Band heute Abend, ja, es ging so. Es ging so, ne? Aber die Chinesen fand ich sehr gut, ne? Kannst du das singen, was die gesungen haben? Nein, kann ich nicht. Ich kann keine japanische. Nee, das war nicht
japanisch? Als ich 5 war, da war Japan mein Lieblingsland. Und aber jetzt inzwischen ist es natürlich am coolsten, wenn wir so schon so rockige Sachen spielen, ne? So wo ich Orgel spielen kann und wo wir so ein paar ungerade Rhythmen rocken und alle irgendwie mitrocken und checken. Auf der anderen Seite ist es auch total schön, also akustische Sachen zu spielen. Also für mich ist Marimba total schön. Ich bin ja mit Klavier sozusagen, habe ich angefangen. Und dann habe ich erst Marimba gelernt und dadurch hatte ich so eine Freiheit, weil sobald man ein Instrument kann, finde ich, schränkt man sich selber ein und hat so bestimmte Grenzen zu diesem Instrument. Und wenn man dann ein neues lernt, dann ist es total auf einmal total frei. Und das ist halt eben auch, warum ich so viele Instrumente spielen kann, weil es Embryo gibt, weil es eben so diese Freiheit zulässt. Die Tochter, die voll in der Musik vom Vater aufgeht, macht sie das auch so ein bisschen stolz? Vielleicht. Wodurch wurde denn das klar, dass Sie da mitmachen können? Wann haben Sie da zum ersten Mal mit auf der Bühne stehen dürfen? Naja, ich war schon immer dabei. Also schon als Baby habe ich zugehört. Sie sind mitgefahren. Immer mitgefahren. Ich wurde ja mitgenommen immer und ich habe das schon immer sozusagen unterbewusst mitbekommen. Mhm. Man muss ja sagen, Sie sind ja nicht nur in Deutschland getourt, sondern Sie sind ja Afrika, eine ganz wichtige Welt. Da haben Sie ja auch hier schöne Bilder von den Musikern. Müssen Sie mal erklären, was das hier für Bilder sind? Die stellen wir jetzt mal so in die Kamera. Wer war das? Das ist Oce und Lamidi, maskiert. Das waren... Hier, ich glaube, die auch, oder? Aus Nigeria. Genau. Also in Nigeria sind Sie aufgetreten. Das ist hier... Wie sind Sie denn dann immer auf die Musiker zugegangen in diesen Ländern? Ich meine, wenn man da mit so einem VW-Bus ankommt oder mit irgendeinem so LKW, wie findet man die Musiker? Über Connection. Connection. Aber Sie haben ja... Nigeria haben wir getroffen durch Professor Uri Bayer. Koryphäe in der Weltmusik. Also Sie haben über Muraina Oyelami, hier sieht man ihn auch, ja. Der die Brücke geschlagen hat. Der hat an der Uni Bayreuth ein Afrika-Institut geleitet. Mhm. Der hat Sie eingeladen, mehr oder weniger? Der hat gesagt, ja. Kommt runter und hier gibt es Musiker und genau. Macht man mit denen gemeinsam Musik. Richtig. Jetzt und dann haben die Nigerianer gesagt, ihr müsst kommen. Okay. Und da bist du doch mit deinem Vibraphon runter und dann wurden die Röhren geklaut, oder? Und dann musstest du welche... Das Gestell ist verschwunden. Ja. Auch vom Weg nach London nach Lagos, Nigeria. Und dann musste dort ein Gestell nachgebaut werden. Aus afrikanischem Holz. War vielleicht sogar sehr viel besser als das Instrument, mit dem Sie runtergefahren sind. Was ich ja auch noch spannend finde, irgendwann haben Sie mal gesagt, jetzt bringen wir die ganze Band zusammen in ein Haus. Dort kann man dann auch gemeinsam üben und so eine Art Wohngemeinschaft, ne? Ja. Das ist auch ganz... Wohngemeinschaft von Anfang an. Von Anfang an? Günstig von Geld. Ja. Muss man nur einmal Miete bezahlen. Richtig. Und man teilt sich halt alles, ne? Also es ist eine finanzielle... Es war auch die Zeit der Kommune. Genau. Rainer Langhans. Richtig. Der. Genau. Wollen wir uns mal angucken, wie Sie da in dieser Kommune gelebt haben. Das ist auch in dieser Dokumentation sehr schön drin. Wir haben zusammengezogen als Band, ne? Einfach auch aus ökonomischen Gründen. Zunächst mal war das gar nicht so weltanschaulich, sondern einfach, das war halt billiger, eine Wohnung und
da können 10, 15 Leute schlafen, als jetzt du hast 15 Zimmer zu zahlen. Wir waren beschäftigt mit Überleben sowieso, ne? Das ist nicht einfach, damit sie überleben. Und dann waren wir beschäftigt, die Musiken zu verstehen, die um uns herum passieren. Ne? Und die wir halt immer mehr kennengelernt haben. Wir als Embryopack ungefähr durchschnittlich 10.000 Kilometer im Monat fahren. Dass wir da die Autos im Takt halten müssen, was das Benzin und Öl kostet, die Apparaturen, Steuerversicherung, die Telefongespräche, dass wir selbst unsere Jobs selbst machen, vermitteln, dass wir mit Leuten verhandeln. Für uns war eigentlich wichtiger das spontane Spiel. Ne? Wir haben das vom Jazz übernommen, diese freie Improvisation, die auch das jedes Mal neu macht, auch Live-Auftritt oder Aufnahme. Wir sind alles improvisierende Musiker. Improvisation war das Ideal, dass man einfach eine Stunde Musik machen kann, ohne dass vorher irgendwas abgesprochen wurde. Auch ein Zeitgeist der damaligen Zeit natürlich. Das war wichtiger wie vielleicht andere Strukturen. Wobei Christian immer wieder gesagt hat, jetzt üben wir mal einen Standard oder jetzt lass uns mal das. Der hat dann schon auch Disziplin immer wieder reingebracht. Da war er an für sich ein sehr guter Bandleader in diesem Kollektiv dann doch wieder. Wir spielen fast völlig unvorbereitet und teilweise völlig chaotisch, aber mit sehr starkem persönlichen Einsatz und versuchen nun den Leuten zu zeigen, dass auch aus völlig widerstreitenden musikalischen Meinungen im Endeffekt doch noch ein musikalisches Gebilde entstehen kann, das organisiert ist und das auch funktioniert und den Leuten ein gewisses Modell sein kann, dass Dinge eben, die angesprochen werden und ein gewisses Feuer, das in den Leuten brennen soll, doch nicht ganz untergegangen ist. Ich habe hier so ein Zitat, das lautet: Bei Embryo lernt man nicht im Übungsraum, sondern direkt auf der Bühne. Learning by doing. Ist es richtig? Läuft man dabei nicht auch Gefahr, dass es eben auch akustisch dann mal so daneben läuft? Nein. Weil was ist, ist. Was ist, ist. Ja. Also manche Musiker möchten ja auch gerne eine Struktur in ihren Liedern haben. Ist das mal bei Embryo angedacht? Das ist ein anderer Weg. Anderer Weg. Wir kommen aus der Freiheit für alle Zeit. Sie waren ja auch bei Plattenlabels, nicht? Also auch bei richtig großen Plattenlabels. Bei welchem Plattenlabel waren Sie? United Artists. United Artists, genau. Metronome. Es ist ein großer Name. Haben die Sie nicht irgendwann mal versucht davon zu überzeugen, dass sie mal so ein Gassenhauer irgendwie komponieren? Nee. Haben die verstanden, das kriegen wir mit Embryo nie hin? Haben nie versucht. Warum sind Sie bei United Artists dann rausgegangen? Warum haben Sie das mit denen nicht weitergemacht? Der Chef ist gewechselt zur CBS. Und der neue Chef wollte sie nicht mehr? Nee. Der war weg. Ich habe hier noch ein nettes Foto von Ihnen beiden, von der Miriam und dem Vater. Und wo wollen Sie da gerade hingehen? Ich bin da auf dem Weg zum Theaterfestival. Ja. Und zwar habe ich ganz lange in einem Theater gearbeitet, wo auch Embryo gespielt hat. In Frankfurt Antagon Theater heißt es. Mhm. Und da habe ich Musik komponiert und auch geschauspielert und so weiter. Sommerwerft ist das Festival, wo wir oft spielen auch. Ja. Mhm. Das ist ein selbstorganisiertes Theaterfestival. Und da habe ich immer alles, ich habe zwei Instrumente dabei, Posaune, Akkordeon und ja, den Rest, was man auch so braucht.
Und das ist ein sehr harmonisches Verhältnis zwischen Ihnen beiden, ne? Ja. Ja. Wir sind Vater, Tochter. Ja, das ist nicht immer so, aber wenn es dann so ist, ist es ja toll. Ich liebe meine Tochter. Sie konnten Ihre Tochter ja sogar von Ihrer Musik überzeugen. Ja, wir sind ja Kollegen. Insofern ist das ein anderes Verhältnis als du musst jetzt das machen. Ich wurde ja nie gezwungen, irgendwas zu machen. Ich habe mich ja selber dafür entschlossen. Ja. Und dadurch ist da automatisch ganz anderes Verhältnis. Wenn ich jetzt gezwungen gewesen wäre, etwas zu machen, dann hätte ich wahrscheinlich nicht so ein harmonisches Verhältnis. Ne? Ja, klar. Und es ist ja auch gut, was er gemacht hat. Also ich bin ja unabhängig von der Erziehung auch auf diesen Punkt gekommen, dahin möchte ich. Also eben Musik mit anderen Kulturen zu machen und auch sich interessieren für unterschiedliche Literatur. Und das ist Embryo ist ja nicht nur eine Kunst, was die Musik angeht, sondern es ist ja auch eine Weiterbildung in künstlerischer und historischer Ebene. Ja? Also man hat immer viel erfahren bei Embryo. Mhm. Nein, nein, also wenn man sich das anguckt, dann sind Zum Sie... Zum Beispiel die Großtante von meinem Vater war ja Irmgard Burchert. Und die war ja eine ganz große Malerin, die auch Miró und Picasso kannte und in der Bewegung Sturm mitgewirkt hat. Und dessen, ich habe auch ihren dritten Namen bekommen durch diese ganze Familiengeschichte. Also wir haben auch diese künstlerische Seite. Kunst im Blut. Ja, klar. Das, aber man könnte natürlich jetzt auch denken, da Sie aus einer anderen Generation sind und natürlich Menschen in Ihrem Alter mit anderer Musik auch sozialisiert worden sind, also sozusagen mit der fortschreitenden Entwicklung auch des Rock und des Jazz, dass Sie auch hätten eine andere Richtung einschlagen können. War das für Sie irgendwann mal interessant? Also Deutschrock zum Beispiel mit deutschen Liedern, das war ja dann auch so, sage ich mal, so in Ihrer Zeit vielleicht so gerade am Hochkommen. Haben wir auch nicht gemacht. Haben Sie nicht gemacht. Aber die Tochter hätte ja vielleicht sich auch in die Richtung entwickeln können. Aber hätte. Aber der Vater hat sie so überzeugt. Wenn wir jetzt gleich zurückkommen aus der Werbung, dann müssen wir uns Ihre Indienreise angucken. Denn ich glaube, die Indienreise, die hat Ihre Band Embryo sehr geprägt. Ja, mit Christian Borchert und seiner Tochter Maya, die beide in der Band Embryo aktiv sind, unterhalte ich mich über diese Band, die es seit über 40 Jahren gibt. Was natürlich interessant ist, ist, wer hat denn den Namen Embryo erfunden? Meine Frau. Und wie ist sie drauf gekommen? Einfach so. Gab es da keinen? Doch, die hat Medizin studiert und hatte dann schon diesen Zugang zu diesem Wort, indirekt, ja. Ja. Aber... Hat es irgendwas mit der Band Nein, zu tun? Wir wollten immer was Neues entstehen lassen. Aha. Ein Embryo, der entsteht. Okay. Der auch verschiedene Phasen, Fötus und was immer. Und dann entsteht was Neues. Genau. Jetzt sind Sie in den 70er Jahren nach Indien gefahren, ne? Und 79. Da konnte man noch mit dem Auto von Deutschland aus. Das war die letzte Gelegenheit. Das ist die letzte Gelegenheit, bis nach Indien zu fahren. Heute haben wir Afghanistan dazwischen, wir haben den Irak dazwischen, wo es überall. Iran ging damals los. Iran. Genau, das sind ja alles... Da war Schah noch dran. Im Iran, gell? Da war der Schah noch dran. Und den haben Sie dann quasi abgesägt, als Sie wieder zurückgekommen sind. Da war Khomeini dann da. Dann kam Khomeini, genau. Also das haben viele in der Zeit gemacht, nach Indien gefahren. Welche Rolle haben Drogen gespielt? Keine. Ja. Weil mit Drogen kann man nicht die Organisation machen. Ja. Wir waren 36 Leute. Mit 36 Mann sind Sie aus Deutschland nach Indien. Drei Busse. Ja. Die mussten fit sein.
Und auf dieser Fahrt haben Sie halt auch immer wieder in den verschiedenen Ländern, sind Sie auf Musiker getroffen? Wir haben Stationen gemacht. Mit den Musikern haben Sie dann zusammen Musik gemacht. Ja. Also wir schauen uns das mal an, wie die damals losgezogen sind mit ihren drei Bussen nach Indien. Eigentlich war es ja Verzweiflung. Es war Verzweiflung, weil wir waren irgendwie, es hat sich eigentlich totgelaufen fast, unser Unternehmen damals. Ne? Und der Roman hat immer gesagt, jetzt, bevor wir uns jetzt auflösen, machen wir noch mal einen Trip nach Indien. Ne? Der hatte das auch viel angeschoben mit. Ne? Der ist ja zum Beispiel vorher hingefahren nach Bombay, hat einen Trilog mitgebracht und so. Ne? Ich war fast skeptisch, ob das überhaupt klappt und so, ne? Hab mich aber dann voll dafür eingesetzt und so, ne? Und dann waren wir plötzlich wie in einem Strudel, weil es kamen da immer mehr Leute dazu, es kamen die Filmer dazu, es kamen Zirkusleute dazu und so weiter. Und ja, es wurde dann ein fantastischer Trip, ne? Ich meine, die Verzweiflung gehört dazu, zur Kreativität. Das ist ja wie Dialektik, ne? Gefühlsdialektik. Going to the East. And find and try to find what they call peace. Seemann war ja Anfang der 70er. Das war ja der letzte Auftritt von Hendrix. Ne? Wir haben ja nach ihm gespielt und so. Ne? Das, was wir gespielt haben, war voll Rock Jazz und so. Weil diese Weltmusik einzubauen in unsere Musik, der ist eigentlich durch die Asienreise erst richtig gelandet bei uns. Das hat uns natürlich geholfen, dass wir gesagt haben, ja, alle Bands gucken nach Amerika. Lass uns doch mal in die andere Richtung gucken oder in den Rest der Welt, weil wenn wir so sind wie die anderen Bands, ja, dann wird man uns wahrscheinlich irgendwann vergessen oder wir werden es nicht durchhalten können. Eine Therapie war sicherlich die Reise nach Indien mit dem Goethe-Institut, diese Tournee, weil wir alle das erste Mal für längere Zeit mit außereuropäischer Musik und Kultur und Musiken konfrontiert worden sind. Und wir die Straßenbauarbeiter haben singen hören und wir haben also irgendwelche Schäfer oder irgendeinen Scheißshop. Das war Schocktherapie, weil sowas habe ich nie erlebt. Und dann waren wir mit Familie, Roman hat Grace dabei gehabt und sein frischgeborenen Sohn, Wolke und so. Ne? Und der Uwe mit Evas Schwester, ne, die dann das Kind bekommen hat. Und das war dann, also es war ja richtig, eigentlich wir hatten ja auch Glück. Ne? Wir sind damals vom Sabak verhaftet worden. Ne? Hatte unglaublich Glück, dass die nur eine Nachhut, ne? Also das, wenn die zum Beispiel das Filmmaterial gefunden hätten, die hätten uns wahrscheinlich umgebracht, in Iran zum Beispiel. Ne? Also wir hatten ein paar Mal sagenhaftes Glück, ne? Auch auf der Rückfahrt, weil ging ja schon der Krieg los mit Russland, Afghanistan und so. Ne? Ich glaube, durch diese Reise hat sich auch schlagartig was gewandelt. Es war zwar schon immer ein Interesse da, aber aus Europa rauszukommen und zu sehen, was es alles für Musik gab. Und es gab halt damals noch kein YouTube und man sah sehr wenig über den Rest der Welt. Afghanistan wusste man kaum was. Und dann sitzt man plötzlich mit 20 afghanischen Musikern auf der Bühne. Wir haben immer die Musiker dann auch nach Deutschland geholt und haben denen hier 3 Monate Tourneen oder sowas, je nachdem, wie das halt mit Visum oder so klappte, geliefert.
und haben dadurch den Leuten noch was anderes geboten. Kleinsten Raum und auf vielen Kilometern Autobahn in kleinen Autos zusammengelebt und kam da auch an so einen Punkt, wo jeder wahrscheinlich sich selber ein bisschen mehr verwirklichen wollte. Das war halt auch nach dieser Tour, wo ich auch Embryo verlassen habe, um mit anderen Musikern zu spielen, den Kopf voller Ideen und Eindrücke und dann konnte man nicht mehr in den normalen Musikeralltag so einsteigen. So, jetzt stelle ich mir vor, Sie kommen von dieser Reise zurück, Anfang der 80er Jahre, nach München und haben jetzt hier also quasi mit vielen Menschen, die Sie aus Indien kannten, dann hier Musik gemacht. Wie ist denn das in München angekommen? Was hatten Sie, gut. Was hatten Sie für Gefühl? Sehr gut angekommen. Wo sind Sie aufgetreten? In verschiedenen Clubs wahrscheinlich? Auf der Olympiade. Aha. Und so indische Musik ist ja auch. Theatron zum Beispiel. Und diese so indische Musik muss man ja dann auch mal erstmal dem Publikum dann erklären. Ne? Die haben die voll kapiert. Die haben uns gesehen und die indische Musik. Und sie ist zusammengegangen. Sobald wir als Deutsche mit Indischen spielen, ist es ja schon eine Übersetzung. Das müssen Sie erklären? Also wir kommen ja aus Deutschland und wenn wir mit indischen Musikern zusammenspielen, dann ist es ja quasi schon die Übersetzung. Wenn man jetzt nur indische Musiker alleine spielen sieht, ist es vielleicht nicht so einfach, aber wir sind ja sozusagen eine Brücke für das Publikum hier und die indischen Musiker. Mhm. Zum Beispiel. Und wir haben unsere Musik gemacht. Und die haben ihre Musik ja, gemacht? Ja, richtig. Und das hat man einfach dann übereinander gelegt? Nee, wir haben zusammen gespielt. Zusammen sozusagen, so. Also nicht übereinander, sondern zusammen. Zusammen, ja. Also uns erkennt man ja sozusagen, wenn man uns kennt. Und dann kommt nur was Neues dazu. Also ja. Es ist nicht unbedingt was total Neues, sondern ja, eine Bereicherung. Ja, ja, klar. Aber wer orientiert sich dann an wem? Wenn also so eine völlig neue Kulturmusik. Ja, wir haben auch ihre Lieder gelernt. Ja, wir richten uns natürlich nach ihnen immer. Also wenn wir mit afghanischen Musikern, genau, dass sie sich wohlfühlen. Haben wir ihr Repertoire gelernt. Aha. Okay. Das ist ja immer noch so. Wir spielen hier mit afghanischen Musikern zusammen mit Abdul Samad Habibi, der wiederum Schüler von einem, der gerade gezeigt wurde, Ustad Mohammed Omar war, und so kommt alles wieder zusammen, ja? Weil es wachsen ja neue Leute nach. Was ich auch spannend fand, ist, dass Sie zu einer Zeit, als die Mauer noch stand und ja, unser Land geteilt war, in der DDR spielen durften. Warum hat die DDR ihn erlaubt? Sie wurden eingeladen von der DDR. Ja, aber als Völker verbinden. Als, ja, weil sie als völkerverbindend galten. Ne? Und richtig. Die haben gesagt, Macht bringt eure Ausländer mit. Und ich meine, Sie haben lange Haare gehabt. Sie haben so ausgesehen, wie man das wahrscheinlich in der DDR gar nicht so unbedingt akzeptiert Nein. hat. Aber trotzdem durften Sie spielen. Weil wir Künstler waren. Da gibt es auch einen schönen Clip von diesem Auftritt in der DDR. Und da schauen wir auch mal rein. Wir sind in die DDR gekommen durch Jimmy. Wir waren sozusagen die einzige sozialistische Band Westdeutschland. Und wurden dadurch vorgeführt in der DDR als, ja, die leben in der Kommune, die machen es anders wie der Westen normalerweise.
die arbeiten nicht kommerziell, die arbeiten eigensinnig, die versuchen im Kommunismus alles im Gleich, alle entscheiden mit. Und also diese ganze Klischeevorstellung haben wir für die letztendlich dargestellt. Und Jimmy hat dadurch immer die Erlaubnis gekriegt, uns einzuladen zum Jazzfest nach Leipzig, zum Rockfestival nach Suhl, bis hin zum Friedrichstadtpalast. Zwei Master-Drummer, ne, die gemeinsam die DDR entdeckten, ne, die in Ostmaik ausbezahlt wurden und in einen Intershop gerieten und dort Kameras kaufen wollten, die man mit Westmaik nur bezahlen konnte. Ne, und der hat sich schon gefreut und ihre Scheine ausgepackt. Und dann haben die gesagt, nee, geht, das gibt's ja nicht und so. Das haben die nicht verstanden. Ne. Deutschland, Deutschland, irgendwie waren zwei Deutschland. Also viel Geld haben sie in der DDR nicht verdienen können, ne? Nee. Ostmark. Ostmark. Hatte man ein Problem, mit das Geld überhaupt loszuwerden, ne? Man durfte nur in bestimmten Läden einkaufen. Nee, wir haben Instrumente gekauft. Instrumente haben sie da gekauft, ja? Ich. Ja. Wir haben vorhin so einen kleinen Clip gesehen, wie Sie auf Fehmarn aufgetreten sind. Fehmarn gilt auch in Deutschland als eines der großen, ersten Freilichtkonzerte. Can't eat 10 years after Jimi Hendrix. Da waren die ganz Großen. Und Sie sind nach Jimi Hendrix aufgetreten. Richtig. Haben Sie mit ihm mal reden können? Nee. Der kam mit Rocker, mit Messer in der Hand. Die Rocker waren da auf dem Konzert sowieso ein großes Problem. Ne? Die waren sozusagen als Aufpasser da eingestellt, aber haben sich ziemlich brutal die verhalten. Die waren die Security. Die waren die Security, ja. Und brutal. Brutal, ja. Na gut, das haben sie auch alles überstanden. Und jetzt haben wir noch einen schönen Beitrag hier aus dem Film, wo es um die Weltoffenheit ihrer Musik geht. Was für mich ganz wichtig an der Band und an Christian ist, ein Spiel gegen Krieg in autonomen Zentren, wo die Kulturen sich treffen, streiten, vertragen, sich kennenlernen. Dass man auch einen Blick dafür bekommt, dass ein Türke die Welt anders sieht wie ein Marokkaner und ein Marokkaner die Welt anders sieht wie ein Inder. Und dass wir vielleicht dazu beitragen können, dass wir zusammen die Welt als eines begreifen und jeder Respekt vor der anderen Kultur hat. Und sie überhaupt erstmal erfahren will. Und nicht nur sagt, das, was ich bin, ne, ist alles. Ne, das haben wir oft erlebt, auch bei Musikern von anderen Ländern, die gesagt haben, Chinesisch ist das Größte oder Balkan ist das Größte oder Griechenland ist das Größte. Wenn man in die Clubs reinkommt, läuft ja da die gleiche Musik wie überall. Also ein Club gleicht ja dem nächsten in dem Sinne. Also es werden da ja keine Experimente gemacht und da wird nichts Ungewöhnliches aufgelegt. Und unsere Art, dem entgegenzuwirken, war einfach, dass wir die CDs, Kassetten oder Schallplatten aus den verschiedenen Ländern, die wir dabei hatten, aufgelegt haben. Die Fans haben einfach Musik gehört, die sie sonst nie anhören. Vor dem Konzert, in der Pause, nach dem Konzert. Die Leute wurden sozusagen schon eingestimmt in etwas Ungewöhnliches. In etwas, was sie noch nie gehört haben. Siehte. Maya, Sie sind ja jetzt seit Ihrem 11. Lebensjahr sozusagen mit der Band auf der Bühne. Ja. Sind natürlich mit ihr groß geworden. Was hat sich denn am gravierendsten verändert in dieser Band Embryo? Ja, lustigerweise eigentlich recht wenig. Das ist ziemlich ähnlich geblieben. Die Musiker verändern sich ständig.
Aber das Prinzip und das Konzept ist eigentlich gleich geblieben. Also, dass man offen ist für alle möglichen verschiedenen Kulturen, dass jeder die Möglichkeit hat zu lernen. Also man tut nicht aus, sondern du darfst nicht mitspielen, sondern man gibt jedem die Chance. Das ist eine große Schule für viele und deswegen auch eine riesen, ja, fast schon eine Universität, ne? Weil viele, so über 400 Musiker sind zu Embryo gekommen und sind wieder gegangen, ne? Und viele haben mir auch gesagt, dass ohne Embryo wären sie nur halb so weit gekommen. Weil man lernt von Makams bis ungerade Rhythmen bis Vierteltonstücke, die man auf unserer westlichen Tonleiter sozusagen gar nicht hat. Ja. Also ein permanentes Experiment, kann man vielleicht auch sagen, was Embryo seit über 40 Jahren... Eine Lebensschule. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Johannes Stephan, der mich redaktionell in dieser Sendung intensiv unterstützt hat. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.